Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung des königlichen Wissens. Im folgenden Video zeige ich euch die Mathe-Rätsel, die wir vom 23. bis 29. November in unserem Community-Tab veröffentlicht haben. In allen Aufgaben geht es darum, Mathe zu setzen. Es sind forcierte Aufgaben, das heißt, man muss Kandidatenzüge berechnen, insbesondere Schlagzüge und Schachgebote, die in den meisten Rätseln direkt zum Matt führen. Hin und wieder ist auch mal eine Drohung dabei, der erste Zug. Hier ist Weiß dran. Wir beginnen einfach und setzen Matt in einem Zug. Und zwar mit Turm F4. Das ist Schachmatt. Na, der König kann nicht fliehen. Der Springer kontrolliert diese Felder hier. Der König dieses Feld, der Turm das Feld dahinter. Das ist Schachmatt. Machen wir weiter. Hier ist Schwarz dran. Und setzt Matt in zwei Zügen. Hier ist mal wieder ein Damenopfer. Der Einstieg. Und zwar Dame H1. Schach. König schlägt H1. Der König wird in die Ecke gelockt. Und jetzt kommt Turm schlägt F1. Schachmatt. Der Springer auf G4 kontrolliert das Fluchtfeld H2. Weiter geht's. Hier ist wieder Weiß dran. Das ist auch ein Matt in zwei Zügen. Ein einfaches Matt, oder? Wir beginnen mit Springer G5 Schach. Der König wird auf die Grundreihe gelenkt, egal wo er hin er geht. Danach kommt Turm B8, Schachmatt. Idealerweise steigert sich ein bisschen der Schwierigkeitsgrad von Aufgabe zu Aufgabe. Hier ist es ein Matt in 1, 2, 3 Zügen. Kommt mir bekannt vor. Wahrscheinlich liegt es daran, dass es ein typisches Mattmotiv ist. Und zwar, wir haben hier mehrere Schachgebote. Erstmal Turm schlägt G7. Springer F6 Schach haben wir und eins davon gewinnt. Wir haben auch Dame schlicht H6, aber das ist nicht so gefährlich, weil der Bauer G7 ist vom Läufer gedeckt. Das wäre ein großer Fehler, ne? Wegen Dame schlicht E4 und der Läufer deckt hier das Feld G7. Dem Bauern besser gesagt. Es gewinnt hier Springer F6 Schach. König muss nach H8, der Bauer ist gefesselt und hier gewinnt jetzt der typische Dameneinschlag. Das Opfer hier, Dame schlägt H6 Schach. G schlägt H6 und jetzt Turm G8 Schachmatt. Dieses typische Matt mit Springer und Turm. Weiter geht's. Hier Schwarz dran. Das ist ein Matt in 3. Und auch hier wird die Dame geopfert zuerst. Wir haben hier ein Schachgebot. Das ist das Erste, was man hier rechnen muss. Und wenn man das dann gut genug rechnet, wird man sehen, dass Weiß schnell matt gesetzt wird. Dame A3 Schach. Der Bauer muss nehmen. Dann folgt Turm schlägt B1, König A2 und Turm 8 B2. Schachmatt. Das ist sogar hier ein Beispiel mit Niklas Huschenbeet. Alle Partien sind aus der Praxis. Und Weiß gewinnt hier auch wieder mit einem Damenopfer, mit einem typischen Damenopfer und einem Treppenmatt letztendlich. Und zwar Dame schlägt G7 Schach, König schlägt G7, Turm G1, ganz wichtig, Schach. Der Bauer ist sehr wichtig hier auf E5, weil er das Feld F6 kontrolliert. Das heißt, der König muss auf die H-Linie und egal wo er hingeht, es kommt immer Turm H3 Matt im nächsten Zug. Turm H3 und Schachmatt. Typisches Treppenmatt, ne? Mit zwei Schwerfiguren, die zwei Linien kontrollieren. Ein Beispiel haben wir noch. Das ist ein bisschen schwieriger, da sieht man direkt. Und hier ist es kein Opfer, kein Schlagzug und kein Schachgebot im ersten Zug. Wir haben zwar ein Schachgebot hier auf H8, aber das würde nicht viel bringen, weil der König würde den Turm schlagen. Und hier geht es nicht weiter. Hier müssen wir mit einer Drohung operieren. Und was auffällig ist, ist natürlich dieser Bauer auf G6, der nimmt das Fluchtfeld weg hier, das Fluchtfeld F7. Und die offene H-Linie, auf der wir versuchen müssen, unsere Schwerfiguren so zu postieren, dass Schwarz das Matt nicht mehr verhindern kann.
So, die Dame hat momentan keinen Zugang zur H-Linie, weil der Läufer im Weg steht. Wir können aber Turm H1 spielen. Es droht Turm H8 matt. Schwarz, ja, was soll er machen? Wenn er den Turm nimmt, das ist der logische Zug, dann folgt, jetzt folgt Turm H8 Schach, das klassische Matt, König schlägt H8, Dame H2, jetzt ist der Weg frei für die Dame. Schwarz kann auch die Dame dazwischen stellen, aber das verzögert das Unausweichliche, nämlich das Matt hier am Ende auf H7. Hier gibt es auch kein anderes Matt, Turm DH1. Schwarz kann auch den Läufer hier zwischenstellen, aber dann gut, dann schlagen wir einfach die Dame. Oder den Läufer, was geht auch, und dann halt Matt auf H8. Das verzögert das Ganze nur. Ja, andere Möglichkeiten für Schwarz gibt es hier nicht. So, das waren die Aufgaben, die wir vom 23. bis 29. November gepostet haben. Und falls ihr weitere Aufgaben lösen möchtet, dann guckt einfach mal in die Playlist Schachmatt, denn dort gibt es sehr, sehr viele weitere Aufgaben, die nur darauf warten, von euch gelöst zu werden. Vielen Dank fürs Zuschauen.